Ihr Jungs. Bin im Knast wegen euch. Und Arkis ist weg, habe ich gehört. Der kommt aber vielleicht später wieder. Ist ja aus dem Staub gemacht, ey. Ja, also Steven übernimmt jetzt erstmal Fane für eine Weile. Zumindest so lange, bis Arkis wieder da ist. Das heißt, macht keinen Mist. Aber ich bin jetzt im Gefängnis. Soll ich hier einfach ausbrechen? Wäre eine Empfehlung, ja. Das Problem ist, hier kommt man nicht so einfach raus, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ich war hier einmal kurz drin und bin gestorben. Mehrmals. Deswegen teleportiere ich mich hier raus, bevor ich nicht euch dabei habe. Ja, aber die Tür von dem Gefängnis ist so offen, oder? Ja, von der Zelle, aber dadurch komme ich trotzdem, glaube ich, nicht weg. Also ich gucke jetzt mal. Da ist zum Beispiel eine Treppe nach oben. Ja. Aber hier ist auch irgendwo so ein Raum mit ganz vielen Typen. Ah, doch. Ach, da ist eine. Under lock and key. Ja, hinter Schloss und Riegel. Die ist zu. Okay, das heißt, da kommst du schon mal nicht raus. Und wenn ich in die andere Richtung laufe, das weiß ich noch, da nach Norden, da ist eine Truppe von Leuten, die mich nur umbringen wollen. Das ist nicht fair. Solltest du da nicht weitergehen. Hier, wenn ich da hochgehe. Aber hier links und rechts sind auch noch Dings. Mal da rein. Also in den Zellenräumen sind alle verschlossen. Lasst mich rein! Weil das ist ein totes irgendwas. Bei ihr zum Beispiel hinten ist eine Höhle. Da geht's weiter. Da wird es rauskommen. Ja, ich weiß auch nicht. Habe ich nämlich auch gemacht. Da sind diese Feuerschnecken, die mich auch nur töten wollen. Aber hier ist noch irgendwas. Ach, es ist halt alles zu, Mann. Hier komme ich halt nicht raus. Ich teleportiere mich hier raus. Doof. Ja, zur Not musst du dich zum Wegpunkt teleportieren. Alleine ist halt schwierig, ne? Mit euch zusammen, okay, würde ich jetzt hier vielleicht irgendwas gerissen kriegen, irgendeinen Kampf oder so. Aber das hier ist mir jetzt einfach gerade ein bisschen mega riskant, okay? Schnell raus hier. So, wieder zum Freudenplatz. Wo seid ihr denn? Wo lungert ihr rum? Ach, da unten. Okay. So. Das ist ja schön, dass es überhaupt diese Schnellreise gibt. Wir können uns ja alle dorthin teleportieren. Ja, ja. Aber ja, könnt ihr machen. Kommt mal alle zu Freudenfeste. Das ist eine gute Idee. Du kannst jetzt einfach die Karte aufmachen und Doppelklick auf den Punkt teleportiert her. Okay, jetzt lass mich mal gerade. Das Problem ist, Leute, wir nehmen ja immer so eine Woche auf, also immer so im Wochenabstand. Jetzt müssen wir erstmal uns uns hier mal eben schnell auf den Stand bringen. Was müssen wir überhaupt alles machen? Wir hören geheimnisvolle Stimmen, irgendwie Zeichen des Widerstands, dass irgendwer uns befreien könnte, vielleicht aus der Festung. Ich bin ein Zwerg und habe kein Bier, das ist das Hauptproblem. Genau, dieser gefangene Elf, den es gibt, wo wir eventuell was zu essen finden müssen. Dass der Halsring Sibylle irgendwie den Halsring vielleicht entfernt. Nee, die hat das gemacht. Dass dieser Typ mit dem Teleport, aber das wollen wir nicht machen, weil der alleine da ist. Es gibt eine Kampfarena, genau, stimmt, die ist schwierig. Und dann, was war denn die Erpressung? Elodie hat uns gedankt, was sie gerettet haben. Ach so, das haben wir, ja genau, das haben wir gemacht. Aber warum ist das geschlossen? Okay. Warum ist also das geschlossen und nicht als abgeschlossen? Oder ist geschlossen, ist fertig? Die erste und wichtigste Quest kann ich schon mal lösen. Ich kann dem Zwerg Bier verschaffen. Wo ist denn der Zwerg? Da unten. Das muss ja wirklich mega wichtig sein. Hier ist eine blaue, blaue Markierung. Habt ihr die hingesetzt? Mark of Water. Wieso hören wir so einen Scheiß? Ja. Da hast du einen Krug Bier. So, steht direkt vor dir. Ja. Krug Bier. Ja. Oh ja, oh da. So, was machst du mit der Gisela hier? Lass mich da raus. Take your leave. Danke. Bier. Oh. Finally. Ah, ja, war klar. Oh, da ist die Katze wieder. Oh, da ist die Katze wieder. Die Katze ist wieder da. Muss aufpassen, dass ich da vorne nicht hinrenne. Ey, lass uns doch mal, ich muss mal auf den Map gucken. Wo waren wir doch noch nicht? Intelligence minus 1. Sorry, ist großartig. Ja, strunze dumm bis jetzt. Lass uns mal nach Süden gehen, aber außenrum, so hier, so. Ne, es ist Süden. Ich habe keine Ahnung, ob das Süden ist. Muss Süden sein, ne? Die Karte dreht sich nicht mit. Da ist noch ein Teil unerkundet, da will ich hin. Lolololo. Ja, da geht nicht weiter, da ist ein Schiff, ein Hafen. Ja, ich wollte hier nicht hin. Hier war doof. aber da vorne ist eine Bierflasche. Ja. Ist von unserem Zwerg.
Sonst noch Probleme. Ich laufe so schnell, wie ich meine kurzen Beine tragen können. Hier ist eine Fischfalle. Ja. Oh, hier ist jemand. Wer ist das? Trice. Hallo Trice, euer kleines Mädchen. Guten Tag. Hallo, hier ist doch viel schöner. Die Flasche. Ah, ist immer noch alles Englisch. Besser. I did see one of them wringing out their tunic at the shore a few hours ago. So I guess nackt ohne Bier. Some of them survived at least. Toll. Die hilft mir kein bisschen weiter. Was hat sie dir denn erzählt? Nur, dass irgendwie ein paar mehr überlebt haben von dem Schiff als nur wir, aber... Das ist halt keine Hilfe. Wer hat denn diese Festung konzipiert? Warum ist da eine Leiter heraus? Ja, wieso ist die Minimap anders gedreht, als ich gucke? Ach so, das ist vom Blickwinkel. Och, Mann. Bin so dumm. Ah, kein Wunder, dass ich nichts finde. So, gehen. Wir gehen mal, also wir sollten mal so... Aber du könntest da mal hier den Weg, den Andi gefunden hat, hoch und da oben mal mit ein paar NPCs reden. Wo ist der Weg? Ah, oh, das ist eine Leiter. Gute cool. Idee. Das habe ich im Solo-Play gemacht. Hey, wir sollten nicht hier einfach schummeln. Wieso ist das Schummeln? Ist so frei erreichbare Leiter. Na, erstmal gucken, was ist denn hier so? Hier gibt's Fischgräten. Steve, möchtest du Fischgräten? Hier eine Wache. Hallo, hallo, ich bin Balui. You there? Elf? Aha. I'm looking for an inmate. A smallish man, thick spectacles. Hier, die sucht jemanden, einen kleinen Mann, einen kleinen dicken Mann. Bist du das? Der Zwerg? Ich bin durchschnittlich groß. Ja, kommst du dazu? Hörst du mit zu? Have you seen him? Mit einem eingeprägten Drachen als Amulett? Nee, haben wir glaube ich noch nicht. None of your business, inmate. Find me if you hear of a Migo. Migo, so müssen wir suchen. Don't waste my time. Migo, okay. Wisst ihr Bescheid? Mit der Quest, den Korb mit für deine Katze. Das Quest. Die Quest heißt Mörderische Phantom. Interessant. Wow, super. Greetings, child. Oh, was ist das? You must be very far from your homelands indeed. Hurts to be so far from your loved ones, eh? I know the feeling. Troubles me to hear that. Now the Divine has gone, our world's duller, darker than ever before. When he comes back, he'll bring a gentler world with him. Wow. Danke für die. Wenn die sagen einem einfach immer einen Satz und dann denkt man sich, ja gut, das kannst du dir auch knicken. Was ist hier los? Was machst du da? Ich habe außerdem das Gespräch getriggert. Kannst du nochmal mit ihm reden? Ich soll mit ihm reden, okay. Walking, ja, der sagt schön weitergehen, Neuling. Was hast du gemacht? Der wollte mich eigentlich zu einem Spiel einladen, so ein Mist. Und? Hättest du gewonnen? Nee, ich habe abgelehnt, weil ich gedacht habe, so, er kann mit dir nochmal reden. Ah, okay. Ich rede mal hier mit Schnecke. Wieso heißt der Schnecke? Naja. Hey, somehow, I don't think that'll take too long. Beat it then, and enjoy your face while it's still in one piece. Oh. What is it, weirdo? Die sind ganz schön frech hier, die. Your coins gathering in a cave, please. Head there if you want to keep your face in one piece. We gotta stay alive, ain't we? I aim to survive as long as I can in this hellhole. Wow, ich hab ein neues Rezept gelernt, danke dafür. Bitte. Jetzt können wir Äxte bauen. Yay. Aber hier war nichts. Hier ist eine Kiste, leer. Die musste ich anklicken, das war wichtig. Ja, da war das Rezept für die Äxte drin. Achso. Irgendwie ist das hier alles... Ich red mal hier. Wer ist hier noch? Guten Tag, Fahrer. Ein Elf! Stay away, Cannibal! If I find out you've gone near my baby, I'll skin you alive. That's none of your concern. Alter, sei nicht so frech zu mir. Hier, die redet nicht mehr mit mir. Kann einer von euch mal mit der reden? Die mag keine Elfen. Okay. Die sucht ihr kleines Mädchen. Ja, das hat sie mir auch gesagt. Aber als ich gesagt habe, dass ich hier... Naja. Ha, schau, mir zeigt sie Respekt, wenn ich es dir sage. Immer, Freundchen. Immer, 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 wenn er hämmert.
near 3 days ago. She was playing with her little doll, and I was washing out her tunic. I turned from her for one moment, and she was gone. Left her doll behind, too. It's so unlike her. Ja, warum sucht sie denn nicht? Warum steht sie nur rum und ruft die ganze Zeit? This place turns people cold. Cold and wicked. That fellow Jeth over there speaks unutterable evil, but I can't move away from him. What if Irma comes back and I'm not here? Genau. Ja, gib mir mal die Puppe, ich esse die dann. Ich esse die Puppe. Das funktioniert, glaube ich, so nicht, ne? Here, you should take it with you. Nee, das muss schon ein Körperteil sein. Das weiß ich doch. Wer weiß, aus was diese Puppe gemacht ist. And it's time to come home. Okay. Kosten schaut nix. Sie nennt sie ja auch My Little Chicken, ja? She's so exhausted, steady stream of tears with a shirt sleeve. She ought to come with you then. She ought to follow you back to me. You are Du bist ein Engel. Warte mal hier, der Typ, der redet nur Böses, der Jeff. I can't hear himself think with all this racket. Day and night she hollers after that child. Ah, ja, der war nicht so frech. You gotta cut that out. What's happened to you? She needs help, but none that I can give. Mad as a cuckoo, that one, and twice as loud. Distraught don't even begin to cover it. She's hollering after that child of hers. Killed by a Voidwoken, she was. Uh-oh. Been dead and buried for a month now. Never even stepped foot in Fortjoy. And there ain't no man hollering that'll bring her back. Ja, aber was stimmt denn jetzt? Ist sie wie schon einen Monat tot, oder was? Ist natürlich, wahrscheinlich kloppt das eine Mutter nicht so schnell, dass ihr Kind tot ist. Ja, aber sie hat ja noch das die Puppe und so. Ja, und sie hat irgendwas gesagt, von wegen vor 3 Tagen war sie noch da. Ich glaube, die ist auf. Ja, aber ich meine, die steht ja auch die ganze Zeit da rum. Immer. Vielleicht verdrängt sie auch die Tatsache, dass ihre Tochter tot ist. Immer. Sie verdrinkt die Tatsache. Verdrinkt, sie ist kein Zwerg, das wollen wir ja mal festhalten, ne? Ja, genau, deswegen vertragt sie ja nichts. Immer. Wer brüllt denn hier? Ach, das sind die da oben. Ja, aber das war jetzt also auch nicht hilfreich hier. Außer, dass Irma nicht da ist. Hier, was ist mit Harry hier? Wer ist das hier? Gavin. Ach, das war der, nee. Niemand eine Schaufel zum Leichen plündern. Hat nicht irgendwer eine Schaufel gekauft? Nee, es gab keine, ne? Aber du warst ja eben bei der Schmiedin hier. Hat die keine Schaufel im Angebot? Ich hab nur geschaut, was ich verkaufen kann. Ja. Hier, Nebora, was hat sie denn? This color, this place. Sieht nicht gut aus. Keine Schaufel. Ach, kennst du auch keine. Wer hat einen Zahn? Ja, vielleicht kann man damit auch was ausgraben. Hier ist Myra, die kann nicht atmen. Ich habe jetzt die Option, ihr mit dem Anbieten den Halsring mit deiner schärfsten Klinge aufzuhebeln. Als Gesetzloser. Das geht doch bestimmt voll in die Hose. Ich lauf mal. Wie du läufst. Ja, weg. Ich kann sie halt beruhigen, aber ist das lustig? Ist doch lustiger, wenn sie sich den Kopf abschneidet beim Versuchen, den Halsring abzumachen. Vielleicht hat die ja Loot. Was will ich mir anschauen? Mach. Komm her, kommt beide her. Vorher mache ich das nicht. Nein, ich spectate dich. Okay. She stares at you in horror, trying to work out if you're joking or not, and then realizes that a Mist. Thank you. Plot twist. Wie thank you? Ach, blöde Kuh. Ich wollte den Hals abschneiden. Kann man die nicht einfach angreifen? Natürlich, oder? I don't know what he steht denn angreifen? Ich klick mal eins und dann... Nee, wir greifen hier gar niemanden. Meinst du, das ist kein guter Plan? Ah, hier, ich singe jetzt erstmal ein Lied für den. Ah, nee, doch nicht. Hier, diese ganzen Ungeziefer bei dem ganzen Fisch, ey. Was ist denn da los? Haben wir eigentlich mittlerweile mal mit allen geredet? Das kann doch gar nicht sein, sonst müssten wir doch jetzt mittlerweile storymäßig irgendwie weiterkommen. Hallo Günther. Knits together, then das ist ein Lither. And back again. He seems to be swimming deep in his thoughts and doesn't look up as you approach. Was macht ihr? Gucken wir erstmal bei dir zu. Ah ne, du bist bei mir.
The Magister stares at the ground, unaware of your presence. Okay. With a start, she looks up. Ich bin ein Zwerg, wo sollst du mich sonst finden als am Boden? Du brauchst nicht aufschauen. Ich frage aber so. Ich drehe ihm aus dem Fuß, okay. Wir könnten uns ja zum Beispiel am Strand noch ein bisschen umschauen, da haben wir noch relativ wenig geschaut. My mind. What else? Ich muss erst mit der Echse reden, die ich gerade auf dem Fuß getrampelt bin, weil es lustig ist. The divine. Why? No doubt the two are related. Perhaps if we can reverse the cause of our misfortunes, we can stop this madness before it goes any further. High Priest muss erstmal die nächste Stufe aufsteigen. Oh, jetzt, ach, das ist nur die. Knur, ihr Stock, benehmt euch sonst. Ja, das Reden ist schon schwer. Redest du mit deinem Hund? Ja, er ist ein richtig schlauer Typ. Ja, wer ist das denn hier, Gisela? Wer bist du denn? The man hammers a nail into the side of a very large wooden box. No justice in this place. Also ich glaube, da ist, haben wir noch genau gar nichts gemacht. Wieso ist denn hier einer tot? Wer ist denn der Balladier hier? In diesem Loch gibt es keine Gerechtigkeit, außer die Familie mir selber sorgt. Sagen, dass du gesehen hast, wie er den Kerl am Boden erledigt hat. Sauber! nee, warte, was? You had no respect for the dead. I went ahead and fixed that. Don't feel too bad. Fella had no decency. If you don't have that, you don't have anything to live for. He nods at you and turns back to his handiwork. Ach, ich hab einen. Hä, wieso hab ich einen Heiltrank gekriegt? Bastard. Geier. Ja, dann kommt mal runter. Ich bin jetzt hier am. Ach, ihr seid schon am Strand. Ach, fies. Wartet doch mal auf mich. Bergin hat mir verraten, wie man kleine Heiltränke macht. Ah, wie? Magie? Nee, du kannst einfach braunen Pilz in eine Flasche packen. Ah. Könntest du dich noch erinnern, der Typ, der seine Obstkiste gesucht hat? Hast du da was gefunden? Ja, der Typ erzählt mir gerade, der schmuggelt damit irgendwas ins Gefängnis rein. Hier, geh wieder ins Gefängnis und such das Obst. Du bist doch Biest, ne? Ja. Warte. Wo? Ich will das mithören. Du darfst so Story-Elemente nicht alleine Dialoge machen. Sonst kriegen wir das immer nicht mit. Das ist ein schlafender Händler. Woher soll ich wissen, dass der wichtig ist? Ja, vielleicht einfach, dass wir zusammenbleiben und solche Dialoge machen. Das ist ein bisschen einfacher. Hey, was? Aber ich war, sag mir, warum habt ihr mich aufgeweckt? Okay. Und ihr riecht nach verbrannten Haaren und kranken Träumen. Ganz offensichtlich habt ihr gute Stimmung. Wie der schläft. Und man nennt es die Träume. Aha. Der Ex mal fragen, ob der etwas über Griffs verschwundene Vorräte weiß. Vorräte? Ich schätze, ihr meint die Orangen. Wobei ich glaube, dass der Herr Griffs eher wegen des Drudaden als wegen der Zitronenfüchse verärgert ist. Was für ein Ding? Egal. Fragen, was das ist. Natürlich der Drudanae. Das Griff auf raffinierte Weise ins Gefängnis schmuggelt, in den Orangen versteckt. Ich glaube doch nicht, dass wirklich wegen ein paar verschwundenen Früchten so verärgert ist. Nein, er hat es offensichtlich nicht auf die Orangen abgesehen, sondern auf die Träume. Genau wie ich, obwohl ich das Recht dazu habe. Okay, dann kannst du da irgendwie was fragen? Noch? Kurz als Info dazu. Drudanae ist eine Pflanze, die so ein bisschen high macht. Ah, Drogen. Drogen. Her damit. Bier und Drogen zu mir. Also ja, hier, frag ich mal. Mach mal eins. Oder so. Drudanae. Ja. Was das Schmuggeln, glaube ich, erklärt. The dreamer is not the play actor. Kann er mal nicht liegen, wenn er mit uns redet? Ja, er ist halt schon ein bisschen high, der Typ, ne? Ja, wir träumen für das Allgemeine, Julia. Ich glaube, ich auch. What the greater good. What fast, großartiger Film. Okay. Aber wir brauchen Drudanae. Drudanae, okay. Ja, before I was caught. So before I was brought here, I saw a vision. The void woken. Slain. Divinity? Hat der die ganzen Drogen allein genommen oder was ist das Problem gerade? Da, bitte. Der hat gerade das Spiel beendet. The Voidwalken slain, Divinity restored. Wir sind fertig. But just as I was about to see how it happened, the Magisters beat down my door. This is my last chance to find out the secret. To find out how to save us all. Mann, der hat gerade einen super Trieb und die Stimme. Ja, I cannot give back the Drudanae. Der hat das, not dieser Idiot. Myself, but for all of us. My dreams are my gift. Warte mal. Nee, du bist nicht besonders intelligent. Ich glaube nicht, dass du das schaffst. Definitiv Stärke. Stärke und Edelmann, oder? Ja, würde ich machen.
Dem niederen Schurken sagen, dass er sich einen Gefallen tut und die Ware aushändigen soll. Andernfalls sagst du Griff ohne Umschweife, dass er es war. Oha. Ja, Mama? Mal das mal, ne? Ja. Na. Ja, gut. Okay. Go ahead. It'll be you that dooms us all then. Oh, lass mich nochmal mit dem reden. Du bist zu dumm dafür.